Es kommt oft nach Stress und manchmal wie aus heiterem Himmel. Das Herz schlägt schneller, die Luft wird knapp, Schwindel setzt ein. Dann das Gefühl, als ob sie ein Reif um den Brustkorb legt. Es kribbelt in Armen und Beinen, die Hände schwitzen, Muskeln zucken, im Hals ein drückendes Kloßgefühl, das Sehen wird unscharf. Man reißt das Fenster auf, um besser Luft zu bekommen, doch das hilft nichts. Irgendwann setzen Erstickungsgefühle und Panik ein. Endlich kommt der Notarzt. Die Fahrt mit Blaulicht ins Krankenhaus scheint kein Ende nehmen zu wollen. Dort angekommen, hektische Untersuchungen, Verdacht auf Herzinfarkt, Intensivstation. Doch am Ende findet sich gar nichts. Alles in Ordnung, kerngesund. Entlassung aus dem Krankenhaus mit beruhigenden Worten. Doch dann stellen sich Fragen. Was steckt hinter diesen Beschwerden? War das eingebildet? Ist alles nur seelisch bedingt? Und vor allem, wie lassen sich die Anfälle in Zukunft verhindern? Es geht um Panikattacken und Panikstörungen. Was ist das? Wie werden sie ausgelöst? Was ist dagegen zu tun? Es gibt neue und, wie ich finde, hochspannende Erkenntnisse, die zu äußerst effektiven Therapien führen und die können parallel zu anderen Maßnahmen oder auch alleine verwendet werden. Dies ist das erste Video von mehreren und die bauen aufeinander auf. Beginnen wir mit dem, was eine Panikattacke eigentlich ist. Nun, das Wort Panik wird im Alltag oft sehr ungenau verwendet. Meist wird damit eine sehr ausgeprägte Angst, Furcht oder manchmal sogar nur Befürchtungen bezeichnet. Doch damit ist das Phänomen nur sehr unpräzise beschrieben. Eine Panikattacke ist ein hochdramatisches Geschehen, das mit Todesangst einhergeht. Zentral für die Panikattacke ist aber neben der Angst die körperliche Symptomatik. Und davon gibt es eine Menge Symptome. Die sehen Sie hier. Von einer Panikattacke wird dementsprechend gesprochen, wenn neben dieser Angst noch mindestens 4 von diesen 13, manchmal sagt man auch 14 Symptomen, vorhanden sind. Eine Panikstörung liegt vor, wenn nicht nur eine Panikattacke, sondern mindestens 2 Panikattacken aufgetaucht sind, zu einem Abstand von einem Monat oder länger. Wie erwähnt, erleben sehr viele Betroffene vor allen Dingen die körperliche Symptomatik. Dabei stehen Herz-Kreislauf-Beschwerden, Atembeschwerden und Schwindel ganz im Mittelpunkt der Symptomatik. Was würden Sie jetzt denken, wenn Sie Brustschmerzen, Herzklopfen, Atemnot und Schwindel empfinden würden? Wahrscheinlich denken Sie an einen Herzinfarkt. Und wenn es gleichzeitig noch kribbelt in den Händen oder im Gesicht, vermutlich ein Schlaganfall. Und daher suchen die meisten Patienten mit einer Panikattacke zuerst die Notaufnahme eines Krankenhauses und nicht einen Psychiater auf. Sie gehen von einer körperlichen Erkrankung aus. Im Krankenhaus findet sich dann nichts. Doch dies ist oft nur auf den ersten Blick beruhigend. Zwar ist es gut zu wissen, dass keine schwerwiegende Erkrankung vorhanden ist, doch stellen sich danach Fragen. Was war denn das jetzt eigentlich? Wieso habe ich das bekommen? Kann das wiederkommen? Bin ich irgendwie gestört, verrückt? Kann ich es irgendwie verhindern? Und nach einer Panikattacke ist es nicht so, dass man sich nur kurz schüttelt und dann zum Tagesgeschäft übergeht. Ich habe keine Diagnose bekommen, aber ich hatte halt die Symptome. Ne? Ich hatte das Gefühl, jeden Moment umzukippen. Ich habe mich zurückgezogen. Ich war monatelang daheim, bin fast gar nicht mehr aus dem Haus gegangen. Die Betroffenen sind verunsichert, irritiert. Und sie beginnen jetzt vermehrt auf ihre Körpersignale zu achten. In der Wissenschaft spricht man von sensorischer Hypervigilanz, meint, man richtet die Aufmerksamkeit nach innen auf den Körper. Und jetzt werden auch Dinge in ihrem Körper wahrgenommen, die sie vorher ausgeblendet haben. Also vielleicht kleine Unregelmäßigkeiten des Herzschlags, Druckgefühle auf der Brust, Kurzatmigkeit, Schmerzen, Reizempfindlichkeit und vieles, vieles mehr. Dazu kommen häufig neue Symptome, Schwindel, so ein Benommenheitsgefühl sowie Watte in der Birne oder Betrunkensein, Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen und viele weitere. Bereits eine einzige Panikattacke
kann das Leben nachhaltig verändern. Gehäufte Panikattacken führen in aller Regel zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Wenn Sie selbst betroffen sind, kennen Sie diese Phänomene. So, jetzt lassen Sie uns etwas mehr ins Detail gehen und versuchen, diese Zusammenhänge irgendwie besser zu verstehen. Wir haben bereits diese 13 oder 14 körperlichen Symptome erwähnt. Doch wie kommt es eigentlich? Sind das irgendwie zufällige Symptome oder gibt es eine tiefere, untergründige Verbindung? Nun, bei einer ersten Einteilung wird zwischen den sogenannten vegetativen und den psychischen Symptomen unterschieden. Vegetativ bedeutet, hier regelt der Körper gewisse Funktionen nicht so, wie man es gerade erwarten würde. Die Forschung hat nun gezeigt, dass besonders der Atmung, genauer gesagt der beschleunigten Atmung oder Hyperventilation, eine große Rolle zukommt. Subjektiv erleben die Betroffenen vor allen Dingen Atemnot und Beklemmungsgefühle. Doch wie kommt es eigentlich dazu? Lassen Sie mich dazu einen kleinen, aber notwendigen Umweg gehen. Bei Stress reagieren wir Menschen heute immer noch so, wie es in den vergangenen paar Jahrmillionen im Durchschnitt sinnvoll war bei Gefahren von außen. Wir spannen die Muskeln an, wir erhöhen die Aufmerksamkeit, wir weiten die Pupillen, wir erhöhen den Herzschlag und den Blutdruck und erzeugen also mit Hilfe von Stresshormonen eine Fight-or-Flight-Reaktion. Wenn Sie sich in so einer Situation entspannen, relaxen, dösen oder gar schlafen würden, wäre das früher überhaupt nicht hilfreich gewesen, wenn Sie gerade vor einer hungrigen Großkatze gegenüberstehen. Im Rahmen dieser hochsinnvollen Reaktion für die ursprünglichen Gefahren aus der Umwelt verändern wir auch die Atmung. Wir atmen schneller, wir atmen tiefer, wir atmen mehr in die Brust. So nehmen wir vermehrt Sauerstoff auf und geben schon einmal prophylaktisch Kohlendioxid ab, das wir bei der folgenden Aktion, Flucht oder Kampf, durch Muskelaktivität erzeugen. Nur heute körperliche Auseinandersetzungen bei der Arbeit, na, das werden Sie eher selten haben. Trotzdem läuft dieser Mechanismus bei uns stur weiter. Die Natur verzichtet nur ungern auf Prinzipien, die sich über Tausende von Generationen bewährt haben. Die Folgen kennen Sie alle. Bei anhaltendem Stress kommt es zu Schlafstörungen, Bluthochdruck, innere Unruhe, Anspannung und viel mehr. Alles Folgen einer an sich sinnvollen Reaktion draußen. Und was ist jetzt mit der Atmung? Wenn Sie dauerhaft nur ein bisschen zu schnell atmen, nehmen Sie zwar ein kleines bisschen mehr Sauerstoff auf, aber das ist nicht viel, da wir bereits in Ruhe 98% Sättigung im Blut haben. Dann geht es halt auf 100. Viel, viel wichtiger ist der Abfall im Kohlendioxidspiegel. Das atmen wir dann zu viel ab. Na prima, könnte man sagen, nur weg mit dem Klimakiller. Doch das ist verfehlt. Kohlendioxid liegt im Blut nicht frei als Bläschen vor, sondern ist, wie hier im Sprudel, als Kohlensäure gebunden. Weniger CO2 heißt somit weniger Säure oder ein bisschen mehr alkalisch, basisch. Aus verschiedenen biochemischen Gründen sinkt mit dem CO2 auch der Spiegel des frei verfügbaren Calciums im Blut. Und das steigert die Erregbarkeit von Nerven und Muskeln. So, und jetzt entstehen allein durch diesen Calciummangel massenweise Symptome. Innere Unruhe, Herzklopfen, Herzrasen, Kribbeln, Missempfindungen, Taubheitsgefühle, Muskelzucken, Muskelkrämpfe. Und vor allen Dingen, es kommt zu einer Engstellung der Blutgefäße. Das sehen Sie einmal in kalten Händen oder Füßen. Und jetzt kommt es zu einer Minderdurchblutung in den Hirngefäßen. Und das erzeugt Benommenheitsgefühle, Schwindel, neben sich stehen so Derealisationsphänomene. Und sogar die Darmtätigkeit wird beeinträchtigt. Möglicherweise kommt es auch eine Minderdurchblutung der Koronargefäße des Herzens, wodurch sich der Druck auf der Brust erklären lässt. Und schließlich ziehen sich die Bronchialmuskeln zusammen und deswegen kriegt man schlecht Luft, kriegt so ein enge Gefühl.
Versuchen wir jetzt nochmal die Symptome neu zu ordnen, finden wir, dass folgende Beschwerden direkt oder indirekt mit der Atmung bzw. der Hyperventilation assoziiert sind. Sie sehen, die große Mehrheit der Symptome ist irgendwie atemabhängig. Und jetzt gibt es noch einen Teil von Symptomen, die erklären sich sekundär über die Sympathikusaktivierung, also über die Stresshormone. Sehen Sie hier nochmal. Wenn wir das jetzt anschauen, wird deutlich, dass fast alle Symptome direkt oder indirekt mit der Atmung zusammenhängen. Erstaunen Sie das? Glaube ich gern. Der Grund? Unsere Atmung nehmen wir nicht wahr. Das merken wir so wenig wie unseren Blutdruck. Und deswegen benötigen wir ein Blutdruckmessgerät und für die Atmung ein Atemmessgerät. Die Atemgase zu bestimmen ist allerdings ziemlich aufwendig und deswegen wird sie im klinischen Alltag nicht durchgeführt. Das heißt, Sauerstoff ist easy, aber CO2 ist schwierig. Doch gleichgültig, ob die sogenannte Blutgasanalyse, das wird direkt im Blut, zum Beispiel hier am Ohrläppchen, oder die Atemluftanalyse untersucht wird, das Ergebnis ist immer gleich. Bei Panikpatienten ist der CO2-Gehalt im Anfall deutlich vermindert. Und dies nicht nur während des akuten Anfalls, sondern auch zwischen den Attacken, wenn auch im geringeren Ausmaß. Also, kommen wir nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Was ist eigentlich Panik? Oder genauer, worin besteht ihr tiefer Sinn? Denn nicht nur wir Menschen haben Panikattacken, genauso Tiere. Panik ist ein sehr, sehr starkes Gefühl. Es ist sogar das stärkste aller unangenehmen Gefühle. Und alle unangenehmen Emotionen haben einen Sinn. Sie sollen etwas verhindern, sie sollen uns warnen. Doch wovor warnt Panik? Schmerz zum Beispiel warnt vor Gewebeschädigung. Die reflexartige Antwort ist meist ein Beugereflex. Wir ziehen die Hand zurück, wenn wir uns verbrennen. Doch was ist bei Panik? Die Antwort kennen Sie vielleicht schon. Panik warnt vor dem Ersticken. Wenn Ersticken droht, sollten wir möglichst schnell verschwinden. Für Panik gibt es jetzt einen hochspezifischen Auslöser. Und das ist CO2. CO2 in der Umwelt, CO2 im Blut. Und es gibt eine spezifische Antwort und die heißt Flucht. Wenn Sie das überrascht, dann hilft vielleicht folgendes Experiment. Sie können bei kerngesunden, emotional ausgeglichenen Menschen innerhalb von Sekunden Panikattacken auslösen. Dazu müssen Sie lediglich über eine Atemmaske Luft einatmen, die um die 35% CO2 enthält. Der Rest kann Sauerstoff sein. Nach 2 bis 3 Atemzügen wird bei fast allen Versuchspersonen aus vollem Wohlbefinden eine waschechte Panikattacke ausgelöst. Also, CO2 triggert Panik, sowie körperliche Verletzung Schmerz auslöst. Wir werden das in den folgenden Videos noch vertiefen. So, jetzt wird auch verständlich, warum Panikattacken häufig in engen Räumen mit vielen Menschen auftreten. Das hat viel weniger mit sozialer Phobie, sondern mit der erhöhten CO2-Konzentration zu tun. Viele Menschen produzieren viel CO2. Ähnliches gilt für Autos, wenn die Fenster geschlossen und die Lüftung ausgeschaltet ist. Wenn Sie da mit vielen Leuten sitzen, dann kriegen Sie ein Beklemmungsgefühl. Tritt zum Beispiel auf, wenn Sie etwa durch den Gotthard fahren und die Lüftung ausdrehen. Ähnliches gilt, wenn Sie jemanden direkt anatmen. Also das passiert zum Beispiel, wenn man so Nase an Nase im Bett liegt. Oder Panik kann auch entstehen, wenn Sie mit mehreren Menschen in einem engen Fahrstuhl fahren. Würden alle Mitfahrer die Luft anhalten, wäre das easy, überhaupt kein Problem. Panik, habe ich schon gesagt, triggert jetzt ein Verhalten, ein Reflex, Flucht. Und wenn das nicht geht, weil Sie zum Beispiel im Aufzug stecken geblieben sind, verstärkt sich die Panik massiv. Die schlimmsten Situationen sind dann also da, wenn Ersticken droht und Flucht nicht möglich ist. Der Fahrstuhl ist eingeschlossen, Sie werden unter Wasser gedrückt und festgehalten, gewürgt. In einem brennenden Raum sind Sie eingeschlossen oder ähnliches. Wenn die Angst vor dem Ersticken
jetzt der eigentliche Kernauslöser ist, können andere unangenehme Situationen durchaus panikähnliche Gefühle verursachen. Hier wieder der Vergleich zum Schmerz. Die eigentliche Kernaufgabe des Schmerzes ist die Warnung vor der Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit. Doch es gibt auch seelischen Schmerz bei psychischer Verletzung, die sich davon ableitet. Fassen wir zusammen, was bisher klar wurde. Panik kann in seiner ursprünglichen Bedeutung als Warnsignal vor dem Ersticken verstanden werden und es löst einen Fluchtreflex aus. Die Panik muss so intensiv sein, denn wenn die Atmung beeinträchtigt ist, droht die unmittelbare Gefahr des Todes und somit kann auch die Todesangst als Folge einer realen oder nur vermuteten Atembeeinträchtigung verstanden werden. Als Folge kommt es jetzt zu einer verstärkten Atemtätigkeit. Man will CO2 loswerden oder Hyperventilation. Und zahlreiche Symptome haben deswegen mit dieser Art der Hyperventilation zu tun. Und wie das genau ist, schauen wir uns im nächsten Video an. Dabei wollen wir auch klären, warum Panikattacken nur scheinbar aus dem Nichts heraus auftreten. Andere Fragen, die zu klären wären: Wieso leiden Betroffene nach Panikattacken auch unter Schwindel, Benommenheit, Erschöpfung? Warum können sie sich nicht konzentrieren? Warum sind sie innerlich unruhig und können es in geschlossenen Räumen mit vielen Menschen nicht aushalten? Und natürlich viele weitere Fragen. Es bleibt spannend.